Hi, dir wurde also gesagt, dass du Diabetes Typ 1 hast. Zuallererst keine Sorge. Diabetes ist keine Seltenheit. Es gibt viele Kinder und Jugendliche wie dich. Hier erfährst du, was genau Diabetes Typ 1 ist und wie du am besten damit umgehst. Typ 1 ist nämlich etwas ganz anderes als Typ 2, welcher eher bei Erwachsenen vorkommt. Aber zurück zu dir. Dein Körper besteht aus Millionen von Zellen. Damit sie funktionieren, benötigen sie Glucose, auch Traubenzucker genannt, welche du über die Nahrung aufnimmst. Glucose gibt dir Energie zum Bewegen, Spielen und Wachsen. Damit sie in deine Zellen gelangen kann, wird ein Schlüssel benötigt. Dieser Schlüssel heißt Insulin. Normalerweise stellt dein Körper Insulin selbst her, in der Bauchspeicheldrüse. Da du jedoch Typ 1 Diabetes hast, kann er das nicht mehr. Das ist ganz bestimmt nicht deine Schuld, das passiert einfach. Der Grund ist eine Autoimmunerkrankung, deren Ursache bis heute unbekannt ist. Weil aber nun deinem Körper der Schlüssel, also das Insulin, fehlt, steckt die Glucose im Blutgefäß fest und dein Blutzucker steigt. Wahrscheinlich hattest du die letzten Tage großen Durst und musstest ständig auf Toilette. So hat dein Körper versucht, diesen hohen Blutzuckerspiegel zu senken. Gleichzeitig haben deine Zellen nicht genug Energie bekommen. Deshalb haben sie Reserven aus Muskeln und Fett angezapft, weshalb du wahrscheinlich auch an Gewicht verloren hast. Das Problem dabei ist, dass beim Anzapfen von Fettreserven saure Abfallprodukte entstehen, sogenannte Ketone. Hält dieser Zustand länger an, geht es einem richtig schlecht, denn der Stoffwechsel ist total durcheinander. Dieses Stoffwechselchaos wird als Ketoazidose bezeichnet. Und nun? Ganz einfach. Dein Körper benötigt Insulin. Weil deine Bauchspeicheldrüse aber selbst keines mehr herstellt, musst du es deinem Körper in anderer Form geben. Und zwar mit einer kleinen Spritze, einem sogenannten Pen. Das ist ganz leicht und piekst nur ein wenig. Das so zugeführte Insulin lässt die Glucose wieder in die Zelle und dein Körper bekommt die Energie, die er benötigt. So kannst du wieder deinem gewohnten Alltag nachgehen und all die Dinge tun, die dir Spaß machen. Dein gesamtes Diabetes-Team am Inselspital unterstützt dich dabei und informiert dich und deine Eltern über verschiedene Therapieformen.